Guten Abend, Sebnitz, Gäste, Bürger dieser Stadt. Heute führen wir wieder unseren aller 14-tägigen Kundgebung mit Spaziergang durch. Kurz davor die Veranstaltungsauflagen, die wir zugesendet bekommen haben. Fahnenlänge 1,50 Meter, 3 cm Durchmesser. Bei unserem Spaziergang bitte die Fußwege benutzen. Und während dieser Veranstaltung bitte keinen Alkohol oder Drogen zu sich nehmen. Den Ordnern und den Polizeikräften ist bitte Folge zu leisten. Ich übergebe das Wort jetzt unserem Hartmut, der anfängt, als erster von unseren Rednern. Das Vormischpult ein bisschen hoch, das könntest du da ein bisschen runterkriegen. Ich weiß. So, schönen guten Abend, liebe Sebnitzer und Gäste. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um gegen die vorherrschende Politik hier im Lande zu protestieren. Ich danke euch erstmal, dass ihr so zahlreich am vergangenen Sonntag hier nach Sebnitz gekommen seid. Vor allen Dingen die vielen Gäste, die hier angereist sind und natürlich auch die Sebnitzer, die da waren, obwohl der Herr Ruck gesagt hat, die Sebnitzer waren ja in einer absoluten Minderheit. So. Jetzt bin ich wieder raus aus dem Konzept, aber es macht nichts. Der Grenzbau war ein toller Erfolg. Die normalen Medien haben davon gesprochen, dass ca. 2500 Teilnehmer da waren. Russia Today sagte was von 3000. Und ich hoffe doch, wir bekommen es irgendwann hin, dass hier in Sebnitz noch mehr auf die Straße gehen. Es war natürlich so gewesen, dass man versuchte, den Veranstaltern die ganze Sache ein bisschen schwer zu machen. Deswegen war ja auch das Waldstadion dort nicht eigentlich der geplante Austragungsort, sondern hier der Marktplatz. Aber die Stadt Sebnitz hat behauptet, beziehungsweise die Verwaltung hat behauptet, hier würde eine Veranstaltung stattfinden. Und das war einfach gelogen. Nichts war hier. Man hat einfach den Protest nicht in die Mitte der Stadt tragen lassen wollen. So hat man dann eine kleine Ausweichveranstaltung, eine Gegenprotestveranstaltung am alten Friedhof stattfinden lassen von der Linken und der Evangelischen Kirche. Und da gibt es ein Foto davon. Das habe ich im Internet gesehen, das war ein lächerliches Häuflein. Und auch beim Friedensgebet in der Kirche saßen nur eine Handvoll Menschen, wie sie eigentlich auch jeden Sonntag dort zu finden sind. So, ich will mal bitte was zur Großwetterlage bei uns hier in Deutschland sagen. Ich habe vorgestern mit dem Stadtrat der BIA, der Bürgerinitiative Ausländerstopp, in München gesprochen, mit Karl Richter, und ihn gefragt, wie sieht's denn aus? Wir hören gar keine Zahlen mehr in den Medien. Es kommt nichts mehr, die sagen nichts mehr, wie viel jeden Tag hier nach Deutschland einreisen. Sag uns doch mal, wie es aussieht. Dann hat er gesagt, ja, die offiziellen Zahlen sind nach wie vor 10.000 bis 11.000 täglich, die hier reinströmen. Und da vermutet man ja ganz stark, dass man hier eine Nachrichtensperre verhängt hat. Es darf nicht mehr in den Medien kommen, wie viel jeden Tag hier einwandern. Das wird einfach hingenommen und keiner protestiert mehr dagegen. Und keiner bringt mehr Zahlen. Mittlerweile geht man ja davon aus, dass wir in diesem Jahr 1,5 Millionen Asylanten in unser Land bekommen. Andere sagen, ja,
die 1,5 Millionen, das sind ja erst der Anfang. Die Experten rechnen ja damit, dass durch den Familiennachzug, der ja gewährleistet wird, in den nächsten Jahren 7 bis 8 Millionen zusätzlich in unser Land einströmen an Familienangehörigen, die einfach die, die schon hier sind, nachziehen. Und Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Ich hab keinen Fernseher. Ich konnte mir die Sendung Anne Will gestern nie angucken. Das war mir nicht möglich. Aber ich habe heute im Radio so einige Sachen darüber gehört. Und wenn Frau Merkel von den Medien gefeiert wird, als wenn sie die Göttin Europa selbst persönlich wäre, dann ist ja auch was faul. Denn sonst hat man ja Frau Merkel auch immer kritisiert, aber jetzt auf einmal ist sie die Göttin Europas. Sie ist sowieso die Mama Merkel für alle Asylanten. Aber es wird so weitergehen. Sie hat ja gesagt, es gibt keinen Asylstopp. Und keiner ihrer gesamten Mitstreiter, ich spreche hier von denen in der CDU, wagt es, richtig aufzustehen. Es hat 34 Politiker gegeben, die waren aus der unteren Ebene, ein paar Landtagsabgeordnete mit dabei oder der eine oder andere Bürgermeister. Unsere waren nicht mit darunter, die dagegen protestiert haben. Aber es war nur ein halbherziger Protest. Denn ein richtiger Protest sieht ganz anders aus. Man wird das Spiel weiter auf die Spitze treiben. Aber ich habe Angst, dass es dann hier zu einem Bürgerkrieg kommt. Und deswegen stehen ja wir ja hier, weil wir das nicht wollen. Wir wollen nicht, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt. Und deswegen muss Frau Merkel und alle diejenigen, die ihr jetzt noch folgen, sie sollen so schnell wie möglich ihre Koffer packen und aus dem Reichstag ausziehen. So, jetzt komme ich mal zu der kleineren Sache. Wie sehen die Zahlen für Sebnitz nun aus? Heute war in der SZ-Ausgabe von Purna, in Sebnitz war es glaube ich nicht drin, ich habe es bloß online gesehen, eine Karte verzeichnet, wo denn überall schon Asylanten untergekommen sind und wie die Besetzungszahlen nun sind. Da hat Sebnitz seine Quote zu 96% erfüllt. Die Quote für das gesamte nächste Jahr und dieses Jahr, hat er ja gesagt, das liegt zwischen 350 bis 400. Das waren aber die Zahlen, wo man sagte, man rechnet mit 800.000. Nun rechnen wir nochmal 700.000 drauf, um auf die 1,5 Millionen zu kommen. Und da haben wir dann in Sebnitz zwischen 700 und 800 Asylanten unterzubringen. Ich möchte mal wissen, wo der Herr Oberbürgermeister die dann unterbringen will. Das wäre natürlich eine Alternative. Er hat ja eine große Villa. Soll er doch mal vorangehen und nicht immer die heuchlerischen Reden führen. Soll er doch mal vorangehen und ein paar Zimmer freimachen für die Asylanten. Ich bin dann auch mal gespannt, wie das dann in allem weitergeht, was diese gesamte Grundversorgung betrifft für diejenigen, die hierher kommen. Wir haben jetzt schon teilweise in manchen Städten einen Mangel an Kindertagesstätten. Und so habe ich auch gehört schon, dass in einigen Städten wurden einige Kindertagesstätten angewiesen. Sie sollen doch für die Asylantenkinder Plätze frei halten. Das heißt, dass eine deutsche Mutter, die
vielleicht arbeiten gehen muss, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, dann ihr Kind nicht mehr in einer Kindertagesstätte unterbringen kann. Aber die Asylanten, die zurzeit ja sowieso keine Arbeit bekommen, die dürfen dann ihre Kinder in die Kindertagesstätte bringen. Warum muss das so sein? Ja, sie sollen integriert werden. Nein. Wenn sie hier noch keinen Aufenthaltsstatus haben, dann müssen sie auch nicht integriert werden. Dann muss das nicht sein. Und die gesamten Folgekosten, die überall mit dranhängen, die bleiben an uns hängen. Und da haben einige schon gesagt, naja, da müssen wir halt die Steuern erhöhen. Da kommen einige auf die Idee, wie der IFO-Institutschef Hans-Werner Sinn, der fordert eine Erhöhung des Rentenalters. Man hat es ja schon mal auf 67 erhöht. Da gehen wir dann auch noch mit 75 arbeiten. Oder man hat die Idee gehabt, man führt in Asylsoli ein von ca. 5,2%. Das waren aber auch alles so Zahlen, die immer noch auf den niedrigen Level bestehen, wo man von 800.000 ausging. Wir können uns also schon mal ganz warm anziehen. Es wird ein kalter Winter. Ich hoffe aber noch davor, dass wir einen heißen Herbst bekommen. Einen ganz heißen Herbst. Ich wollte euch eigentlich noch erst ein Video abspielen. Und zwar hatte ich das übers Handy aufgenommen. Das funktioniert aber hier nicht so richtig. Und zwar hat ein Abgeordneter des Europaparlaments aus der Slowakei hat die Frau Merkel während ihres Besuches in Brüssel angesprochen, dass sie ja das, was sie hier betreibt an Politik, ja mit unserem Grundgesetz gar nicht vereinbar ist. Und das müssen wir uns von ausländischen Politikern sagen lassen, weil unsere Politiker nicht in der Lage sind, die Frau Merkel daraufhin anzusprechen, müssen das andere tun. Mann, ihr Politiker da oben in Berlin und in den Landtagen, habt endlich mal einen Arsch in der Hose und sagt es ganz offen, was hier los ist und dass ihr das Spiel nicht mehr mitspielen wollt. Ich möchte jetzt mit meiner Rede zum Ende kommen. Und da habe ich jetzt noch ein paar Worte von einem, er wird bei Wikipedia als deutscher Regisseur angegeben, er ist geboren im Libanon, ist Drehbuchautor und Filmjournalist. Der Mann heißt Imad Karim. Ich zitiere ihn. Seit 70 Jahren absolvieren die Deutschen einen Kniefall nach dem anderen. Jedes Mal stehen sie wieder auf und setzen schweigend, geduldig und bescheiden mit ihrem Schweiß, ihrem Verstand und ihrem Herzen ihren Beitrag für eine bessere Zukunft für alle Völker fort. Dieses Mal wird Ihnen der Kniefall Merkels das Rückgrat brechen, wenn Sie nicht sofort aufstehen. Danke Hartmut für deine Worte. Wir begrüßen jetzt unseren Freund aus der Lausitz, unseren Engelbert.
größeren Abstand. Guten Abend. War das nicht gestern toll? Ich muss es doch nehmen. War das gestern Abend nicht toll? Die Königin und ihre Vasallin im Fernsehen. Na? Sie saß so da, weil du es nicht gesehen hast. Ich musste mir das eine Stunde anschauen. Eine Wette, sonst hätte ich verloren. Und danach habe ich, wenn jetzt mal ganz ehrlich, habe ich mich gefragt, was soll das? Heute Morgen habe ich dann einen Freund angerufen, der im arabischen Raum im Moment als Bauleiter arbeitet. Und dann sagt er, heute Morgen hört sich das in Arabien an. Frau Merkel lädt weiterhin junge Menschen aus Arabien ein, vor allem junge Männer, die eine Arbeitsstelle suchen, in Deutschland, nach Deutschland zu kommen. Wir hätten noch genug Platz. Jawohl, in Mecklenburg-Vorpommern, jede Menge. Da wohnen ja auf Riesenfläche wenige. Ich bin geschockt. Aber das ist nicht mein Anliegen und wir alle, ich bin so stolz auf Sie, ich muss Ihnen das jetzt erstmal sagen, ich nehme den Hut ab. Ich sage Ihnen eins, bleiben Sie tapfer, bleiben Sie standhaft, wie ich hier das erste Mal da war im Sommer durch die Einladung hier von Martin und seinen Freunden. Da waren wir 35 Leute, mittlerweile seid ihr 100. Ich garantiere, wenn ihr durchhaltet und eure Nachbarn mit euren Brüdern, Schwestern und mit denen, die bei euch zu Hause wohnen, ehrlich diskutiert, werdet ihr es schaffen, dass die Leute sich verändern. Vor einem Jahr haben sie behauptet, als wir 800 Leute waren in Dresden und gegen Waffenexporte demonstriert haben, da war kein Lutz Bachmann noch nicht zu sehen. Er war im Hintergrund. Da haben die Leute zu mir gesagt, Engelbert, du bist ein Nationalsozialist. Sag ich, nein, ich bin ein Nazi. Nett aufgeschlossen, zeitpolitisch interessiert. Der hat mich angeschaut, hat gesagt, es geht nicht. Da sage ich doch, wir wollen keine Waffenlieferung. Es ist fast ein Jahr her und wir stehen noch. Und wir werden wieder mehr, egal wo, ob in Erfurt, in Dresden, in Sebnitz. Und vor allem am Sonntag habe ich mich köstlich amüsiert, wie wir durch die Stadt gegangen sind. Ich weiß nicht, ob das die, wo mitgegangen ist, gesehen haben, wie die alten Leute in den Altersheimen so gemacht haben. Ne? Also immer habe ich gedacht, die machen so, aber die haben alle noch einen Daumen gehabt. Waren nicht alles Zimmerleute. Ich weiß, ich habe einen schwarzen Humor. Ich lade Sie alle ein, nächste Woche am Donnerstag bei uns nach Bischofswerda zu kommen. Da machen wir die Veranstaltung, so wie die Brüder und Schwestern das hier machen in Sebnitz. Und ich verspreche Ihnen, wir haben Licht. Der Herr Oberbürgermeister hat sein Lehrstück gekriegt, weil jeder Mensch muss sich an Ordnung und Recht halten. Und wer es heute nicht gesehen hat, es gibt jetzt Bürgermeister, die geben für die netten Menschen, die zu euch kommen und zu uns kommen, einen Fahrplan raus, wie sie sich zu verhalten haben. Also bitte nicht Zigarettenkippe wegwerfen, nicht den Müll einfach liegen lassen. Und dann sagte so ein junger Asylsuchender, also ein Flüchtling, es sind keine Asylanten, erst wenn sie anerkannt sind. Das sind Kulturbereicherer, laut den Grünen. Na, also die Haschpapi-Partei sagt, das sind alles Kulturbereicherer. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, bleiben Sie bitte standhaft. Und seien Sie auf sich stolz, weil Sie sind die bürgerliche außerparlamentarische Opposition, die es in Deutschland Gott sei Dank noch gibt. Und das ist für mich wichtig. Um 18.30 Uhr starten wir schon in Bischofswerda. Und sonst wünsche ich Ihnen jetzt diese nächsten Tage vor allem mal durchatmen und Ruhe. Weil nach dem Interview gestern Abend brauchen wir alle noch viel mehr Schmerzkopftabletten. Ja? Oder habe ich was falsch gesehen? War doch der Hammer. Ich bin heute noch nicht drüber weg. Einen schönen Abend noch. So, meine Freunde, wir begeben uns jetzt auf unseren Abendspaziergang durch Sebnitz. Wie immer rechts raus, einfach mir, deswegen habe ich heute eine rote Jacke angezogen, damit man zu sehen ist, mir einfach hinterherlaufen bitte. Bis dann, danach kommt noch unser Loder und möchte noch ein paar Worte zu euch sagen. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zurückgefunden habt nach dem Spaziergang. Der Wettergott hätte ja noch ein bisschen halten können, aber es fängt leicht an zu nieseln. Ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Es war in Erinnerung an Sonntag, ich muss noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Alle die da waren, und ich glaube, wenn ich so in die Runde schaue, es war ein großer Teil von euch, der heute hier ist auch da. Für mich war es ein bewegender Augenblick, als ich auf der Bühne stand und habe nach unten geschaut, 2.500 bis 3.000 Menschen, die erwartungsvoll nach oben gucken, das war schon Gänsehaut-Feeling. Das muss ich ehrlich sagen. Und es war ein erhebender Augenblick. Ich habe sicherlich schon den ein oder anderen Moment in dieser Phase erlebt, aber
das war nicht zu toppen. Und darum bin ich froh, dass ihr heute etwas zahlreicher gekommen seid. Und ich hoffe, es werden in Zukunft noch mehr werden. Einige haben es ja vorhin schon gesagt, gestern Abend, das war für mich auch so ein Schock, wie ein Schock für die Nation. Ich habe es mir nicht angeschaut, weil ich mir gedacht habe, was dort passiert, sondern habe es mir heute Morgen in Ruhe angesehen. Und ich muss ehrlich sagen, Frau Merkel, auch wenn Sie es darstellen, wir schaffen das, ich bin dort ganz anderer Meinung, wir werden das nicht mehr schaffen. Das Einzige, was wir schaffen werden, und das kann ich Ihnen versprechen, wir werden Ihnen den Weg ebnen, dass Sie so schnell wie möglich zurücktreten können. Verschwinden Sie aus dieser Regierung und lassen Sie das Volk entscheiden, wie die Zukunft in Deutschland aussehen soll. Wenn Sie sprechen davon, dass Sie sich in Europa dafür einsetzen wollen, dass die Flüchtlingszahlen gleichmäßig verteilt werden, dann wissen Sie doch vorher genau, wie sinnlos dieses Unterfangen ist. Kein anderes Land, keine andere Regierung wird so blöd sein wie unsere, sich mit Flüchtlingen zu behäufen, die sie einfach nicht ernähren können und auch nicht wollen. Kümmern Sie sich lieber darum, dass der Artikel 146 Grundgesetz endlich umgesetzt wird. Sorgen Sie dafür, dass der Amerikaner aus dem Land verschwindet und endlich das Volk als Souverän die Macht in Deutschland innehat. Wir hier in Deutschland wollen keinen Bürgerkrieg. Und es zeichnet sich ab, dass die Gefahr eines solchen immer größer wird. Wenn wir uns im Land umschauen, was in den Asylbewerberheimen, in den Erstaufnahmeeinrichtungen los ist, dort herrschen schon Clans, dort wird bandenmäßig organisiert, dort werden Tumulte angezettelt. Und ich frage mich, dauert es noch lange, bis sich diese Tumulte nach außen fortsetzen? Ich glaube kaum. Irgendwann werden auch wir hier in Sebnitz und in anderen Orten die Probleme auf der Straße haben. Und genau das wollen wir nicht. Darum unsere Forderung, Frau Merkel, nehmen Sie Ihren Regierungshaufen dort oben und schauen Sie sich nach einer anderen Beschäftigung um. Das tut uns allen gut. Selbst wenn Sie der Meinung sind, dass Sie mit dem Demissär und seiner Entmachtung ein Bauernopfer gefunden haben, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das hilft Ihnen auch nicht mehr. Das Volk weiß, wer der Schuldige ist, und die Schuld liegt nun mal eindeutig bei Ihnen. Sie haben gerufen, kommt alle her, ihr Kinderlein, kommt nach Deutschland, hier ist ein Paradies, und nun wissen Sie nicht mehr, wie Sie dieses Problem lösen sollen und retten sich in irgendwelche Floskeln, die fernab der Realität sind. Wenn ich mich kürzlich in Leipzig aufgetreten ist auf einer Demo und dort gesagt hat, den Legida-Demonstranten, den müssen wir erstmal Demokratie beibringen. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, Herr Özdemir, an Ihre Adresse. Lernen Sie mal, was Demokratie ist. Wir lernen es früher schon in der Grundschule, Sie haben es wahrscheinlich bis heute nicht begriffen. Aber es kommt ja noch schlimmer. Habe ich heute gelesen, da gibt es einen Menschen, der heißt Sinn. Über Unsinn und Sinn kann man sich ja streiten. Aber das ist ein Mensch, Marktforschung, Beratung, ein Professor. Und er sagt doch allen Ernstes, wir müssen das Rentenalter erhöhen, damit wir mehr Asylbewerber aufnehmen können. Irgendwann tut uns das mal gut. Ich sage Ihnen, Herr Sinn, es gibt zwei Möglichkeiten der Bildung. Eine, für die man bezahlt, und eine, die umsonst ist. Und Ihre Bildung war total umsonst. Sonst würden Sie nicht so einen Mist verzapfen. Und dann gibt es ja auch noch die Industrie, die der Meinung ist, wir brauchen jede Menge Facharbeiter. Was das für Facharbeiter sind, erleben wir tagtäglich bei Messerstechereien, bei Vergewaltigungen, bei Diebstählen. Und ich sage ganz ehrlich und offen, auf diese Facharbeiter können wir gerne verzichten. Und dann gab es mal eine SPD,
in Regierungsverantwortung, die stolz darauf war, den Mindestlohn einzuführen. Mindestlohn, an und für sich eine gute Sache. Und jetzt redet man davon, wir müssen ja die Asylbewerber in Arbeit bringen. Wir unterlaufen mal ganz schnell wieder den Mindestlohn, weil wer ganz schön Facharbeiter in Anführungsstrichen beschäftigen, die kleine Facharbeiter. Und dann hat sogar die Polizei erkannt, in Form eines ihrer Vorsitzenden, dass die Kriminalität in den Erstaufnahmeeinrichtungen nicht mehr zu bekämpfen ist. Und er sorgt sich nicht nur um seine Kolleginnen und Kollegen, was legitim ist, sondern er sorgt sich wirklich um die Bürger und hat Angst, dass das Sicherheitsgefühl nicht mehr da ist. Und ich sage hier an der Stelle ganz deutlich, ich habe das Gefühl schon lange. Ich mache mir manchmal Gedanken um meine Familie, wenn sie abends unterwegs ist. Was passiert? Wie kommt sie wieder heim? Und ich muss ehrlich sagen, in diesen Zuständen möchte ich nicht leben. Und ich möchte, dass meine Enkel, meine Kinder und ihr sicherlich eure Kinder und Enkel auch, das wünscht ihr ihnen, in Frieden und Ruhe aufwachsen können, fernab jeder Kriminalität, jeder Bandenkriminalität und was alles hier noch so auf uns zukommt. Wir können nur hoffen, dass endlich irgendwo Vernunft erwacht, dass die Grenzen dicht gemacht werden, dass ein sofortiges Aufnahmestopp für Asylbewerber verhängt wird, dass wir erstmal Ordnung in dieses Chaos hineinbekommen. Es kann ja nicht sein, dass 250.000 Asylbewerber irgendwo in Deutschland hier rumschwirren, die noch gar nicht registriert sind. Da sagen wir, wo leben wir denn eigentlich? Jeder Hartz-IV-Empfänger muss ständig zum Amt, muss nachweisen, wo er sich aufhält, was er eventuell für Nebeneinnahmequellen hat, muss sich fast nacktig ausziehen vor dem Amt. Und hier lassen wir einfach mal 250.000 Menschen, von denen wir nicht wissen, wer sie sind, wo sie herkommen, was sie vorhaben, im Land rumspazieren. Keiner weiß, wovon sie sich ernähren, geschweige denn, wie gesund sie in Wirklichkeit sind. Ich will euch bloß noch ganz kurz noch was mitgeben. Unsere Demos finden nach wie vor 14-tägig hier in Sebnitz statt. Es wird zwar am Ende des Monats, so ist es zumindest geplant, von einer anderen Organisation in Neustadt noch eine Demo stattfinden. Da wissen wir aber das Datum noch nicht genau. Wahrscheinlich in dem Zeitraum nach unserer nächsten Demo. Also wie gesagt, in 14 Tagen sind wir dann wieder für euch da. Und schönen Abend noch, schöne Woche und haltet die Ohren steif.